Terminal 1, Tor 12. Terroristen, Flugzeugentführer und Dealer. Sie alle waren schon in der Flughafenklinik. Auch ein prominenter Musiker hat sich hier schon mal krankschreiben lassen, damit die schlecht laufende Tournee ausfällt. Die Ärzte versichern aber, der Star war wirklich krank. Dr. Schmidt informiert seinen Kollegen Rainer Hoffmann, der unterwegs ist. Kurzbericht von der Wodka-Front. Oder ist er hinten? Ja, ich bin's. Der Patient hat mich begrüßt mit Nastrovie und Wodka for my friends. Die bringen den jetzt, das ist ein ganz kooperativ bis jetzt angetrunkener Russe, scheint es zu sein. Wenn er brav ist, kann er bei uns auf der Vakuummatratze. Wenn nicht, geht er zur Polizei, die war oben auch dabei, so haben wir das abgesprochen. Gut, ciao. Ja, rasch ab. Was willst du denn zu essen? Okay, dann ich zieh mich um, geh mal. Gut, tschüss. So, ich mache jetzt mal Mittagspause. Dr. Hoffmann übernimmt alles und er weiß auch Bescheid von meinem Buch. Großalarm für die Flughafenfeuerwehr. An einer Boeing 747 läuft Kerosin auf den Asphalt. Manuel und Oliver haben so etwas schon oft gesehen. Die Tanks vom Jumbo sind vollgelaufen, mehrere hundert Liter Kerosin fließen auf die Piste, von der Sonne aufgeheizt auf 56 Grad, Explosionsgefahr. Trotz der Dramatik, Oliver und Manuel werden nicht gebraucht. Dass meistens mit Wasser einfach weggespritzt wird, die Leute nicht unter Atemschutz stehen, und dann können wir hier drinnen bleiben. Sei denn, jemandem würde jetzt was passieren. Solche Tankunfälle sind die Ausnahme und mit Wasser verdünnt schnell erledigt. Lässig und völlig entspannt schwebt der Wodka-Russe in der Flughafenklinik ein. Hier darf er seinen Rausch ausschlafen, wenn er friedlich bleibt. Die Ärzte machen eine Ausnahme, weil der Mann offenbar eine schwere Alkoholvergiftung hat. Das muss beobachtet werden. Ein Sammelbecken für Abgestürzte ist die Klinik aber nicht. Wenn er getrunken hat, legen wir draußen auf die Vakuummatratze. Ja, das okay. Ist der Herr, der ein bisschen dem Wodka zu Gutes getan hat. Genau. Spricht er eine gängige Sprache? Englisch. Englisch. Ja. So, okay. Take a seat over here. Die Flughafenklinik ist auch für alle denkbaren Katastrophen gerüstet: Unfälle, Feuer, Terror, Seuchen und Betrunkene. Die Erstversorgung ist hier. Dann werden die Opfer in umliegende Krankenhäuser verlegt. So steht es in den Katastrophenabwehrplänen. Dr. Hofmann hat sie mitentwickelt. Der Pass, ich habe nur eben gesehen, den Pass. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn Sie im Flughafen arbeiten. Entweder Sie hassen ihn oder Sie lieben ihn. Wenn man ihn liebt, bleibt man gern dabei durch die abwechslungsreiche Tätigkeit. Es ist ja immer wieder was Neues, immer neue Herausforderungen, immer neue Ideen. Und da die Welt sich permanent bewegt, haben wir auch immer neues Patientengut, immer neue Aufgaben. Das macht den Job so interessant. Die Polizei sucht den Pass vom russischen Gast. Und Dr. Hofmann rätselt, ob es eine gute Idee war, den Wodka-Fan hier abzulegen. Habt ihr irgendwo gesehen, wo er hinfliegt? Und wann? Gestern schon. Hier, 19. Und dann landet er in unserem Supermarkt. Dann landet er da im Supermarkt und denkt sich, naja, Wodka ist auch nicht so eine Sache. Ja. Na, Wodka bei den Temperaturen ist gar nicht so schön. Ganz fleißig. Giftalarm im Gepäckraum, Terminal 1, B44. Nee, ohne. Da steht schon der Rechtsruf. Einsatz am Nachmittag für Oliver und Manuel. Das ist nur Bereitstellung. Das heißt, wir stehen jetzt da. Sollte ein Feuerwehrmann betroffen sein oder ein Mitarbeiter oder Fluggast, je nachdem, dass wir dann Hilfe leisten können. Und so, ansonsten hören wir nur den Funk ab und stehen dann nur bereit. Gepäckraum, Bravo 44, Gepäckraum, Bravo 44.
Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, alle rücken aus. Großalarm. Mit 140 Kilometern pro Stunde rauschen die Retter an Maschinen aus Thailand, Chicago, Tokio, Paris, Istanbul und Berlin vorbei. Dieser Kühlkopf und seine unbekannte Flüssigkeit ausgelaufen. Der Angriff kommt hier unter Abwechselder und Gummihandschuhe zur Erkundung vor. Seit den Terroranschlägen vom 11. September in New York sind die Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst am Frankfurter Flughafen sensibler geworden. Jede undefinierbare Flüssigkeit aus einem Gepäckstück könnte ein Attentat sein. Müsst ihr jetzt raus? Nee, wir bleiben hier sitzen. Wir warten hier nur auf Anweisung des tatsächlichen Einsatzleiters. Der sagt uns dann Bescheid, wenn er uns braucht. Mit Atemschutz nähern sich die Feuerwehrmänner dem Behälter. Ein merkwürdiger Geruch liegt in der Luft. Vorsichtig öffnen Spezialisten die Kühlbox. Es ist verfaultes Fleisch. Die Marinade ist ausgelaufen. Und es bleibt die Frage, wer verschickt denn Fleisch von Marrakesch nach Frankfurt? Die Box wird zugeklebt und dem Passagier übergeben. Den Einsatz muss der Besitzer zwar nicht zahlen, aber der Zoll wird da noch einige Fragen haben, wegen der verbotenen Fleischeinfuhr. Für Manuel und Oliver ist der Einsatz beendet. Rückfahrt zur Wache. Oliver ist Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Auf 12 Jahre hat er sich verpflichtet. Jetzt macht er eine Zusatzausbildung zum Rettungsassistenten und absolviert am Flughafen ein einjähriges Praktikum. Schon mit 15 fing er als Sanitäter an. Anderen Menschen zu helfen ist für den 26-Jährigen das Schönste. Nach seinem Praktikum will er als Rettungsassistent am Flughafen arbeiten, wenn's klappt. Der Job am Airport ist aufregend. Viele Nationalitäten, keine Routine, das reizt. Krankenwagenfahren auf dem Land oder in der Stadt ist dagegen langweilig, sagt er. Eineinhalb Flaschen Wodka hauen auch den stärksten Russen um. In der Flughafenklinik liegt das Promilleproblem auf der Vakuummatratze und schnarcht vor sich hin. Was macht unser Russe hier erstmal? Wenn der anfängt zu wandern, marschiert er zur Polizei rüber. Mitleid hat Dr. Hofmann mit ihm nicht. So, guten Tag. Guten Tag. Ich bin der Dr. Hofmann. Wer bist du? Luisa Helgert. Die Luisa bist du. Zeig mir mal, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Was hast du denn da angestellt? Die Bank ist umgekippt. Ich bin an die Wand. Ist mir aufgeschraubt. Luisa hat leichte Prellungen. Ein bisschen Salbe, ein Pflaster und dann ab in den Urlaub. Kein Problem. Machst mir ein Betamefix, bitte? Oliver und Manuel hatten nicht wirklich Pause. Asthmaanfall im Flieger aus Los Angeles. Geistklopfen? Müssen sie, weil die haben Notfall. Der Pilot hat kurz vor der Landung über den Tower die Retter alarmiert. Okay. Hi, how do you feel now? I feel pain there. Nach 10 Minuten ist der Fall erledigt. Ein Asthmaanfall und eine Rechnung für den Einsatz. Oliver sammelt Anstecker von Fluggesellschaften. American Airlines fehlt ihm noch. Heute geht er leider leer aus. Vielleicht beim nächsten Einsatz, sagt er. Dauert bestimmt nicht lange. Ah ja. Von 1-7 Notfallchirurgen zur Eröffnung der Flughafenklinik Anfang der 70er Jahre sind nur noch Dr. Hofmann und Dr. Schmidt geblieben. Der Kostendruck ist auch hier zu spüren. Den Nachtdienst teilen sich freie Ärzte von Krankenhäusern aus der Umgebung. Der Wodka-Freund aus Russland schläft seinen Rausch direkt an der Wand zu den Operationssälen aus. Die beiden OPs sind regelmäßig an niedergelassene Orthopäden für ambulante Operationen vermietet. Jetzt legen Sie sich mal um. Mhm. Welche Seite? Nochmal? Die linke. Achso, aber was führen Sie denn hier durch? Wir machen ambulante Eingriffe nur, das heißt Kniespiegelungen, Vorfußoperationen, Nervenfreilegungen an der Hand und so weiter. Ja. Doch wenn es mal wirklich zu einer Katastrophe kommen sollte, müssen die Orthopäden raus. Kurz vor Feierabend, der 10. Einsatz für Manuel und Oliver an diesem Tag. Der Notruf kommt mal wieder aus dem Terminal 1. Was liegt an?
Gemeldet ist ein Asthmaanfall von einem Kind. Mal gucken. Der Adrenalinspiegel steigt extrem bei den Jungs. Kindernotfälle gehören zu den schwierigsten Einsätzen, sagt Manuel. Nee, haben wir, brauchen wir nicht. 24, 25. Kleinkinder können sich noch nicht richtig ausdrücken, wo es genau schmerzt. Hinzu kommen Sprachprobleme, vor allem bei den ausländischen Fluggästen. Wo soll das sein? Hallo. Hi. Hallo. Where's the patient? You. Hi. How do you feel now? Das Kind ist Mitte 30 und wiegt mehr als 140 Kilo. Der Adrenalinspiegel bei Manuel und Oliver sinkt wieder. Alles halb so wild. Ihre Mutter hat den Notruf gewählt. Mein Kind braucht Hilfe, kommen Sie schnell, soll sie gesagt haben. Das Alter ihrer Tochter allerdings nicht. Die Amerikanerin kann nur schwer atmen. In 2 Stunden will sie mit ihrer Familie nach Los Angeles fliegen. Manuel und Oliver arbeiten 8 Stunden pro Schicht. 7 Tage am Stück, dann haben sie 3 Tage frei. Manuel will nach seinem Jurastudium Richter oder Branddirektor werden. Auf jeden Fall Menschen helfen. Oliver hofft, dass es mit der Stelle als Rettungsassistent am Flughafen klappt. Puls und Blutdruck sind bei der Amerikanerin zu hoch. Manuel will sie in die Klinik bringen. Doch 270 Euro Transportkosten sind der Mutter von 2 Kindern einfach zu viel. Yes, I know it. Wie weit ist denn die Klinik von hier? Sie will lieber laufen, aber doch nicht in diesem Zustand. Gibt Oliver zu bedenken. Lufthansa, okay. We can phone some Lufthansa Special Service. Als Passagier der Lufthansa kann sie den Spezialservice der Airline buchen. Kostenlos. Lufthansa-Mitarbeiter bringen sie dann mit dem Rollstuhl in die Klinik. Manuel bestellt den sogenannten Lufthansa Bring-Service. Ich stehe hier im Gate-Raum Bravo 26. Da habe ich eine junge Dame, die fliegt nachher mit euch. Die bräuchte schon mal einen Rollstuhl für einen Transport in den Flughafen. Die junge Dame hat Asthma, ein bisschen schlecht Luft, aber es geht noch. Keine 10 Minuten später sind die Helfer von der Lufthansa da. Seid ihr für die junge Dame da? Gerade angerufen. Ja, das ist für die etwas korpulentere Dame, die da vorne sitzt. Tut mir leid, die kann ich auch nicht umschieben. Nee, die können wir nicht schieben. Die Bodenstewardessen sind überfordert. Diese Dame können sie nicht schieben. Das ist zu viel. Manuel und Oliver würden die Patientin ja mitnehmen, aber sie will die Transportkosten nicht zahlen. Hier können wir nichts weiter machen. Gutes Zureden, dass der Krankenwagen doch besser wäre, hilft nichts. Die Amerikanerin bleibt dabei, kein Transport im Rettungswagen. Eine andere Lösung muss her. Zur Not eben ein starker Mann. Aber wir kriegen die Frau nicht geschoben. Nee, da muss jemand bestehen. Nein, das mache ich nicht, das lehne ich ab. Ja gut, das ist eure Sache. Das sage ich Ihnen ganz klar. Ja, das ist eure Sache. Dann muss ich ein Auto bestellen. Oder wir bestellen einen Mann, der, weißt du, der da lehrt. Ja, aber es kann ja jemand fahren. Ja. Für Manuel und Oliver war dies der letzte Notfall heute. 12 Mal konnten sie helfen. Morgen früh um 6 Uhr sind sie wieder einsatzklar für Menschen in Not. Komm zu mir, mein Mäuschen. Dr. Rainer Hofmann wünscht sich, dass Patienten auch mal Danke sagen. Vor allem nach einer Reanimation. Erlebt hat er das noch nie. Ich wünsche dir einen ruhigen, angenehmen Dienst. Für dich habe ich noch eine Kopfplatzwunde vorne. Extra für dich aufgehoben. Fein. Ich bin morgen früh um 6 Uhr hier. Der Wiesbadener hat Feierabend und gibt ab an seinen Kollegen vom Nachtdienst. Einer von 14 Ärzten, die hier gelegentlich arbeiten. Danke. Es gibt nichts Besonderes. Er wird die nächsten 12 Stunden übernehmen. Aber die wird dich nicht betreffen, Rettungsdienst draußen vor Ort. Okay. Alles klar. Mach's gut, mein Lieber. Schönen Dienst. Bye bye. Mach's gut. Und wir gehen zu der Kopfplatzwunde. Genau. Die hat nicht der Russe, der hat höchstens Kopfweh. Er schläft bis zum nächsten Morgen. Dann nimmt er einen neuen Anlauf, um in seine Heimat zu kommen. Vielleicht ohne zollfreien Wodka.